Auch diese Woche dürfen wir Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von RE Aktuell begrüßen. Wir hoffen, ihr hattet eine angenehme Adventwoche. Ganz genau, da würde ich sagen, die diese Woche darfst du die Kerzen anzünden und ich mache den Themenüberblick. Passt, mache ich. Wir starten mit einem Rückblick auf den Weihnachtsmarkt in Breitenwang und Vils vom Jahr 2016. Außerdem haben wir den zweiten Teil unseres Interviews mit dem Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer Christoph Walser zur aktuellen Situation. Die Gewinner der zweiten Zwischenverlosung der Weihnachtsaktion stehen fest. In Adventsstimmung versetzen uns diese Woche die Volksschüler der Volksschule Vorderhombach aus dem Jahr 2015 und wir haben eine Expertenrunde zum Thema Gewalt in Familien und Gewalt an Frauen. Das hast du jetzt aber schön gemacht, Idi. Ja, das Christkind steht ja auch schon vor der Tür. Absolut, ich muss sagen, ich freue mich auch schon voll, wenn das Christkind endlich da ist. Heuer ist ja alles ein bisschen anders, Didi. Ich muss sagen, wir gehen in die Weihnachtsmärkte und Christkindlmärkte schon ein bisschen ab, dir? Ja, auf jeden Fall. Aber genau aus dem Grund zeigen wir euch ja die Märkte und Weihnachtsgeschichten der letzten Jahre. Ganz genau. Und da würde ich sagen, wir schauen uns gemeinsam die Bilder vom Jahr 2016 an. Und zwar haben damals der Kirche und die Katrin die Weihnachtsmärkte in Breitenwang und Vils besucht. Viel Spaß!